Vielleicht muss man die Frage dahingehend beantworten, dass man erstmal fragt, wozu macht man überhaupt Kunst? Und Picasso hat dazu mal gesagt, er male nicht fürs Wohnzimmer, sondern er mache die Kunst als Werkzeug für den Krieg, für die Auseinandersetzung. Vielleicht die Auseinandersetzung in Form eines Dialoges. Den kann man ja nicht alleine führen. Von daher denke ich, nachdem die Kunst dem Schöpfer gehört hat, ihrem Urheber, und dieser Urheber dann davon auch profitieren kann und soll natürlich, aber wenn er dann mal verstorben ist und hinreichend lange verstorben ist, dann sollte seine Kunst, ihre Kunst wieder zurück in die Wissensallmende zurückkehren, wo sie auch ursprünglich eigentlich herkommt. Denn Kunst ist ja letztendlich basiert immer auf dem, was wir gestern gesehen haben oder vorgestern oder vor 1000 Jahren.